Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte heute mal eine Frage beantworten, die öfter schon an mich herangetragen wurde in den letzten Wochen. Warum machst du eigentlich Videos zu so vielen verschiedenen Themen? Ja, warum mache ich das eigentlich? Also ich habe ja eine Palette an Themen im Angebot, wie ein Bauchladen, und ich möchte diese Themen immer noch erweitern und werde das auch, aber dieser Kanal beschäftigt sich in der Essenz eigentlich mit nur einem einzigen Thema, und das ist die Frage: Wie kann man bestimmte Dinge für sich abklären? Wie kann man Klarheit gewinnen in bestimmten Themen? Und die Antwort, und da werdet ihr eventuell, wenn ihr mit dem Fokus diese Videos nochmal anseht, also die verschiedenen Themen, ich werde das gleich mal auflisten, dann werdet ihr sehen, dass der Fokus und das zentrale Gemeinsame dieser gesamten Videopalette sich auf ein einziges Thema runterbrechen lässt. Und dieses Thema heißt Selbstwirksamkeit. Und heißt Selbsterkenntnis. Und die Selbsterkenntnis und die Selbstwirksamkeit bringe ich in fast jedem Video mit meiner Hand-aufs-Herz-Technik raus. Das heißt, ich erkläre, wie kann man an bestimmten Problemen den Knackpunkt erkennen, das erkennen, was einen antreibt, das erkennen, warum man sich nicht entscheiden kann. Also die gezielte Fragestellung zu einem Problem, die kannst du durch meine Videos dir nach und nach immer selber beantworten, lernen und somit auch üben. Und du kannst nicht nur die Fragestellung, warum habe ich ein Problem, beantworten, sondern du kannst sogar noch im fortgeschrittenen Status dir die Technik so weit erarbeiten, eventuell dann auch mit meiner Hilfe nochmal, also mit der echten Hilfe, mit einem Coaching, dass du mit dieser Technik auch Probleme loslassen kannst. Und zwar loslassen auf der Ebene, dass das Gefühl, ein Problem macht mich noch madig, macht mich noch an, fällt mir noch schwer, damit umzugehen, ich habe Kummer mit dem Problem. Dieses Gefühl so weit runterzubringen, dass du das Gefühl auf neutral bringst, während du vom Verstand natürlich noch weißt, dass dieses Problem mal existierte als großes Thema. So, und die Themen, die ich in meinen Videos bislang angesprochen habe, waren ja sich Sorgen machen, das gesamte Thema der Psychohygiene, wie kriege ich mich eigentlich so weit entstresst, dass ich mit meiner Psyche und mit meinem Gefühl aufgebracht oder aufgeregt zu sein, genervt zu sein, Probleme zu haben, immer wieder mich im Kreis zu denken, so weit runterkomme, dass ich merke, okay, das fühlt sich jetzt gut an. Dabei geht es bei der Psychohygiene natürlich auch darum, dem Körper so viel Gesundheit wie möglich zu ermöglichen. Denn wenn die Psychohygiene stimmt, dann braucht der Körper sich innerlich nicht zu vergiften. Ja, dann habe ich das Thema Angst vor etwas zu haben. Ich habe irgendwann mal ein Video gemacht zum Thema Angst vor dem Krieg. Ich könnte auch noch ein Video machen, kommt vielleicht noch, Flugangst ist auch ein Thema, wo man große Angst haben kann. Oder auch Angst davor zu haben, sich in Menschenmassen zu bewegen. Also das alles wäre noch so ein Angstthema. Die Angst werde ich allerdings auch noch mal besprechen bei dem Thema psychologische Masterprogramme. Dazu habe ich bislang auch schon 3 Videos gemacht. Und auch bei den psychologischen Masterprogrammen können wir, wenn wir feststellen oder wenn du feststellst, oh, das ist mein Thema,
wie kriege ich das runter, wie kriege ich das entschärft, wieder die Hand aufs Herz-Technik einsetzen. Das heißt, ich habe mit diesem einen Instrument die Möglichkeit, mich vielen meiner Probleme zu stellen. Und im Grundsatz geht es mir darum, dir eine Selbstwirksamkeit zu ermöglichen, die dich unabhängig macht. Denn in dem Moment, wo du unabhängig dein eigenes Problem für den Moment regeln kannst, ja, da kannst du dich natürlich auch wieder auf ein Zufriedenheitsniveau bringen, wieder Glück empfinden, wieder Freude empfinden und darum geht es. Dann habe ich das Thema Sungazing. Beim Sungazing geht es wieder darum zu gucken, was kann ich dem Körper ermöglichen? Was gibt es für ein Potenzial? Und da sind wir bei einem nächsten Thema, das ich gerne ins Feld führe. Was für ein Potenzial haben wir, wenn wir einfach so etwas nutzen, wie diese komplett komische Technik oder unbekannte Technik des Sungazens? Das wird in den Videos erklärt. Dann mein Steckenpferd, die psychologischen Masterprogramme. Weißt du einmal, mit welchem Masterprogramm beziehungsweise mit welchen zwei Masterprogrammen du selber tickst, fängt dein Leben an, sich für dich zu erschließen. Weil dann fängst du an, dich wirklich von ganz tief drin zu verstehen und kannst alle deine Handlungen, wenn du dieses Masterprogramm für dich kennst, also das erste und das zweite, dann kannst du plötzlich bei allen deinen Handlungen merken, hey, darum ticke ich so, darum reagiere ich überhaupt so. Ja, und das ist auch ein Feld, dem ich mich in Zukunft noch weiter widmen werde. Ich werde dazu auch sicherlich noch ein Buch schreiben oder auch zwei oder drei, weil diese Masterprogramme sind gerade in Beziehungen total interessant. Wenn ich weiß, wie mein Mann tickt, wenn ich weiß, wie meine Frau tickt, wenn ich weiß, wie mein Kind tickt, dann ist das der Schlüssel sozusagen zu dem, wie ich am einfachsten mit dem umgehe, aber auch wie ich kapiere, warum er wie zu mir ist. Also warum ja, es auf der Beziehungsebene vielleicht immer hakt. Und wenn ich aber weiß, wie der tickt, was ihn motiviert, dann ist das der Schlüssel zu dem. Ja, dann kann man einfach das ein ganz anderes Leben führen, weil man weiß, der macht das nicht, weil er mich quälen will, sondern der macht es, weil er selber so gestrickt ist. Aber dieses, wie er gestrickt ist, das mit dem psychologischen Masterprogramm in Bezug zu setzen, das ist erstmal spannend. Also von daher, da gibt es noch eine Menge Informationen in den nächsten Wochen. Also das Thema Kryptowährungen, der Bitcoin, was passiert da gerade? Beziehungsweise, wo geht die Reise vielleicht hin? Auch da habe ich meine Hand-aufs-Herz-Technik genutzt, um, ob das funktioniert, ist die zweite Frage, wird man im Nachhinein wissen, um rauszukriegen, mit welchen Kursen könnte man einsteigen oder aussteigen. Ein völlig verrücktes Thema eigentlich. Ganz weit weg von Psychologie, aber es hat was damit zu tun, wenn ich mir selber erschließe, und vielleicht klappt das bei mir nicht, aber bei dir schon, wie eine bestimmte Frage sich beantworten lässt, dann, ja, dann habe ich die Antwort. Dann brauche ich nicht mehr 1000 Ratgeber anzugucken, sondern dann kann ich, wenn ich merke, ich kann mich auf mein Inneres verlassen, auf meine Anbindung nach oben, könnte ich auch sagen, dann kann ich andere Schlussfolgerungen ziehen und kann dann somit auch andere Entscheidungen treffen. Also es geht um Selbstwirksamkeit, um die eigene Kompetenz im Leben und die eben aus sich heraus zu generieren. Das ist mein Anliegen, darum mache ich das Ganze. Ich bin früher öfter auf Vorträge gegangen, auch auf Vorträge von Psychologen, und das Einzige, was mir immer aufgefallen ist, dass in diesen Vorträgen dem Menschen Angst gemacht wird. Auch wenn du einfach nur dieses Angstkonzept jetzt heute kennst. Aber wo sind die Lösungen? Also es wurde nicht wirklich eine Lösung angeboten.
Und das hat mich immer frustriert. Da habe ich gedacht, so könnte ich mit den Menschen nicht umgehen. Ich möchte, wenn ich merke, dass jemand wie du jetzt womöglich ein Problem hast, dann möchte ich dir zumindest einen oder vielleicht sogar zwei oder drei Wege zeigen, wie man das Problem aus sich heraus angehen kann. Ob du dann gleich in der ersten Instanz eine Lösung findest, ist die zweite Frage. Aber du kannst auf jeden Fall den Versuch unternehmen, jetzt wieder mit meiner in den anderen Videos gut erklärten Hand aufs Herz Technik, etwas zu erkennen und zu bewirken, was dich am Ende fröhlicher macht. Ja, also darum geht es. Es geht darum, mehr Freude, Zufriedenheit und Frieden in das Leben zu bringen, das Leben dadurch zu entstressen, dafür zu sorgen, dass man einen womöglich besseren Schlaf hat, dass man weiß, welche Lebensmittel man zu sich nimmt. Also auch das Gebiet der Ernährung habe ich mir sehr umfänglich erschlossen. Und auf dem Gebiet gibt es auch sehr, sehr viele Fragen. Zum Beispiel die Frage, wie schaffe ich es, meine Figur zu halten? Wie schaffe ich es, das Gewicht zu verlieren? Oder auch, ja, meinen Körper so zu ernähren, dass er möglichst gesund bleiben kann oder auch wieder gesünder wird. Auch da setze ich diese Technik ein. Das heißt also, dieser bunte Blumenstrauß, den ich anbiete, hat am Ende einen gemeinsamen Stil und dieser gemeinsame Stil ist der Zugang zu diesem ganzen Strauß. Und wenn ich mit diesem Bild spreche, sage ich, in diesem gemeinsamen Stil geht es eben darum, eine oder auch zwei oder drei verschiedene Techniken zu erkennen, zu erlernen und für sich parat zu haben. Also meine Idee wäre, wenn du immer wieder ein Video von mir guckst, merkst du wahrscheinlich mit der Zeit, oh, das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich mir das Thema auch damit erschließen kann. Aber heute hat Carola mir gezeigt, könnte möglich sein, könnte sein, dass ich dieses Thema XY auch mit dieser Technik erschließe. Ja, das musste mal gesagt werden. Also alle Angebote, so verschieden sie auch im Moment klingen und erscheinen, die ich in diesem Kanal anbiete, haben einen gemeinsamen Zugang. Und ich würde mich freuen, wenn du unter der Sicht dich auch auf das Themenfeld einlässt, was ich jeweils anbiete, kurz reinschaltest und einfach hörst, ob das was Interessantes für dich sein könnte. Ja, und wenn dir dieses Video gefallen hat, mit dieser allgemeinen Erklärung, um was es hier überhaupt geht, dann würde ich mich über einen Daumen freuen. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Ja, und jetzt wünsche ich dir eine schöne Zeit und alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.